Wie viele andere Menschen habe ich mich immer wieder gefragt, wie hätte ich mich in der NS-Zeit verhalten? Als ich dann von der Swing-Jugend erfuhr, habe ich mich sofort angesprochen gefühlt. Swing ist mir von klein auf an vertraut. Mein Vater hat früher mit uns Kindern nach der Musik von Glenn Miller im Wohnzimmer getanzt. Vielleicht wäre die Rebellion der Swing-Kids mein Weg gewesen, mich gegen den Gleichschritt der Nazis zu wehren. In meiner Jugend war es die Hippie-Bewegung mit ihrem Protest gegen den Vietnamkrieg, die mich beeinflusst hat. Und auch die war ja stark durch Musik geprägt. Meine Heimatstadt Hamburg war die Hochburg der Swing-Bewegung. Und so sind mir viele der Schauplätze des Romans sehr vertraut, wie zum Beispiel der Elbstrand, wo sich die Swings getroffen haben, um zu tanzen. Den Hauptsitz der Gestapo mitten in der Innenstadt, die Zentrale des Terrors, habe ich erst während der Recherche zum Buch kennengelernt. Heute befindet sich dort nämlich eine Gedenkstätte, die es überhaupt erst seit wenigen Jahren gibt. Durch die Beschäftigung mit der Swing-Jugend und das Schreiben dieses Buches habe ich nochmal einen neuen Blick auf die Vergangenheit gewonnen und darauf, was Musik als Ausdruck eines Lebensgefühls bedeuten kann. Während der NS-Zeit damals, in meiner Jugend, aber sicher auch heute noch.